In Kanada damals, das war, ich glaube, in der Fairview Mall oder so, weil das was anderes gab es ja nicht, da gab es ja nichts, nichts gab es da. Du kannst ja nichts anstellen, du musst dann irgendwo, ja, Shopping, ja, das war, also, und da war ich dann irgendwann im Winter, ich glaube, das war Angel Heart, habe ich mir angeschaut. Ich meine, mit dem Al Pacino, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt, aber ich glaube schon, ja. Und das war so ein Gangsterfilm irgendwie, wo ich damals habe vielleicht auch noch nicht alles so mit der Slang und so, ist immer schwierig zu verstehen. Ungefähr oberpfälzisch auf Englisch sozusagen. Wenn man das nicht wirklich kann, dann versteht man nicht wirklich irgendwas so. Und das habe ich mir dann angeschaut und habe gedacht, naja, ganz schön gefährlich hier. So. Und dann, die Synchronisationen sind, also mittlerweile ist das schon ein wenig anders da drüben, aber damals, da war dann einer, wenn ich wüsste, welcher Film das war, da war ich ja einem, ja, das war, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Kann ich mich nicht mehr erinnern, tatsächlich, das fehlt mir jetzt, das Stück, das habe ich bei meinem, das habe ich vergessen. Das hat dann einer synchronisiert, den ganzen Film. Und das andere, das ist ja, du kriegst dann nur Raubkopien. Also du kriegst das, das wird alles patidjalana, heißt es. Alles ist patidjalana. Mei, und die verkaufen das dann halt für, naja, relativ bezahlbares Geld. Aber die Leute, die das herstellen, verdienen keinen Cent. Und mittlerweile müsste man eigentlich auch mal sagen, so Leute, mal einen Herrn Budiner mal ansprechen, ne, und sagen, du pass mal auf da drüben, ne, ihr habt genug Geld, da haben es da lauter so, wasch die ganzen, na, wie heißen die, na, die Dings da, die, na, Oligarchen, die haben doch genug Geld, die sollen noch einmal gescheit dafür bezahlen, sie fix.